Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Video, in dem wir uns mal wieder ein paar Mods für das Spiel anschauen. Ist ja schon sehr, sehr lange her, sehr viele neue Mods sind rausgekommen und ich habe mir mal ein paar angeguckt und so meine Top 5 Favoriten-Mods rausgesucht und genau diese möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Ja Leute, wir fangen mit einer relativ simplen, aber super praktischen Mod an, gerade wenn man im Sandbox-Modus spielt, und zwar ist das die Instant Incubation Mod und die macht, dass Dinosaurier schnell bzw. direkt ausgebrütet werden. Es ist ja dann teilweise so, dass man zum Beispiel, nehmen wir mal den Indominus Rex, wenn man den dann noch modifiziert, dann dauert das wirklich auch mal gerne bis zu 5 Minuten oder so, je nachdem wie viele Modifikationen und so man da reinhaut. Ich mache jetzt mal beispielshalber eine rein und mit dieser Mod geht das Ganze dann um einige schneller. Also ihr seht jetzt schon die Zahlen, die ticken jetzt hier super, super schnell hoch. Und dann können wir den gleich auch schon freilassen. Also wenn ich so im Sandbox-Modus am Spielen bin, finde ich das eher lästig, dass man da warten muss. Deshalb ist diese Mod wirklich super. So, jetzt ist schon der Indominus Rex fertig. Ihr seht, das funktioniert alles. Brauchen wir uns jetzt ja nicht angucken. Ihr seht ja schon, hier tummelt sich alles Mögliche. Ist auf jeden Fall eine super coole Mod und deshalb bei mir auf Platz 5. Und die nächste Mod, die ich euch zeigen möchte, das ist die JFD Compsognathus Mod. Diese ändert, wie der Name schon sagt, den Compi. Der sieht dann nicht mehr aus wie der Jurassic Park Compi, sondern ein wenig anders. Aber ich finde, der sieht richtig cool dann aus. Ihr seht es schon auf dem Bild hier, weil die Mod ändert unter anderem auch das Bild. Sowas finde ich ja immer cool. Und ich würde sagen, wir lassen den direkt frei. Ich hoffe, ihr könnt das gleich erkennen, weil der ist ja immer winzig. Da ist er. Man sieht auf jeden Fall schon, dass der Schweif um einiges dicker geworden ist. Ich zoome mal ran. Da ist er, der Kleine. Ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Sieht nice aus, ne? Die Details sind natürlich auch wieder richtig cool, aber das kennen wir ja schon von JFD. Ich finde das richtig cool, dass der so eine coole Maserung hat hier mit Punkten. Sieht man auch nochmal die Punkte, dann hinten die Streifen. Und ihr seht schon, der ist auf jeden Fall viel, viel breiter. Die Arme sehen auch etwas anders aus. So hier die ganzen Hände und so. Finde ich sehr interessant. Sieht auch so ein bisschen gefiedert und vogelartig aus. Also wenn ihr mal schaut, das sieht schon so ein bisschen so aus, als hätte der Fell und keine ledrige Haut. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Sieht echt toll aus. Lass mal den nächsten frei. Das gibt dann natürlich viele, viele verschiedene Farbvariationen. Der kommt da. Der ist so ein bisschen grünlicher. Also das hier ist auch ein Skin. Der ist sogar so, ja, ich würde fast sagen, eine Mischung aus Violett, Pink und Orange so ein bisschen. Ziemlich cool aus. Hier haben wir dann nochmal eine rötlichere Variante. Ich kann euch jetzt gar nicht genau sagen, welcher Skin, welches Farbmuster ist. Aber das könnt ihr ja gerne selbst ausprobieren. Auch mega cool aus hier, die Farbvariante. Ich mag den neuen Kompi. Der ist echt nice. Und das ist jetzt diese grüne, den wir vorhin gesehen hatten. Glaube ich Regenwald, wenn mich nicht alles täuscht. Auch nicht schlecht aus. Sind hier noch weitere? Gerade in der Nähe. Was ist das? Ach, okay. Ich dachte gerade, haben wir jetzt hier einen geheimen Flugsaurier entdeckt, weil wir hier so einen Vogelschatten haben. Aber das liegt daran, dass ich gerade den Wald entfernt habe. Ich denke mal, ihr habt den Kompi ganz gut jetzt gesehen. Ne? Sieht echt cool aus, die Mod. Könnt ihr gerne ausprobieren. Ich feiere die auf jeden Fall. Und das war mein Platz 4. Auf Platz 3 haben wir die Better Looking Fence Mod. Diese ändert alle Zäune aus der Jurassic World Ära optisch. Hier haben wir zum Beispiel den leichten Stahlzaun. Der sieht so aus. Der ist jetzt viel kleiner. Ungefähr um die Hälfte reduziert, würde ich fast sagen. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Nicht mega cool. Damit könnte man wahrscheinlich ein sehr cooles Gehege für kleine bis mittelgroße Pflanzenfresser machen. Wir haben dann auch die Besucher, wenn sie direkt davor stehen, noch ein bisschen mehr das Gefühl, näher dran zu sein an den Dinos. So, ich zeige euch mal den nächsten. Das ist nämlich hier die Elektro-Variante. Die sieht so aus. Hat sich auch ein wenig geändert, aber jetzt nicht mega krass. Hat mehr Zwischenstreben, also hier sind so feinere Zwischenstreben und sowas. Wenn ihr den anderen Zaun gerade im Kopf habt, der hatte ja irgendwie nur, glaube ich, drei Zwischenstreben.
insgesamt. Der war ja relativ langweilig. So, der nächste Zaun, das ist der schwere Stahlzaun. Der ist auch mega cool. Der ist nämlich jetzt nicht mehr durchsichtig, sondern hat jetzt hier auch so, ja, ich denke mal, das ist Beton, Stahl, ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Ich mag auch die Farbe davon. Was, ne? Mit dieser Mod könnte man echt nochmal überlegen, einen neuen Park zu bauen. Weil das macht schon viel aus, neue Zäune zu haben. So, nächster ist die Elektro-Variante von dem Stahlzaun. Die sieht so aus. Sieht eigentlich so ein bisschen so aus wie diese Variante, nur in ein bisschen größer und mit dickeren Zwischenstreben. Gefällt mir aber auch gut. Und dann kommen wir schon zum schweren, nee, zur Betonmauer, so heißt er. Betonmauer. Und ihr seht schon, bei dem Grundgerüst hier, das sieht ganz anders aus. Das ist nämlich ganz schön heftig. Der hätte richtig große Stützpfeiler an der Seite. Sieht aber auch richtig cool aus. Das ist eine ganz tolle Mod. Und der letzte Zaun, das ist nicht das Tor, sondern die elektrische Betonmauer. Die sieht so aus. Auch heftig. Die hat nicht diese Balken, aber dafür hat die hier oben so ein Y und mega viele Stromleitungen. Sieht auf jeden Fall stabil aus. Kann man nicht anders sagen. Die sind alle richtig nice aus, die Zäune. Jetzt können wir nochmal kurz gucken, wie es aussieht, wenn ich hier ein Tor einsetze. Boah, das geht eigentlich auch klar, ne? Sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Nö, das geht völlig in Ordnung. Scheint hier auch gut zu funktionieren bei den Zäunen. Natürlich jetzt hier ein bisschen uneben, aber das sieht alles super aus. Ist echt eine tolle Mod und deshalb mein verdienter Platz 3. Als nächstes kommen wir zu einer Flugdinosaurier-Mod. Und welche das ist, das zeige ich euch jetzt. Diese kommt natürlich für den einzigen Flugsaurier ins Spiel, nämlich dem Pteranodon. Lass ihn mal frei. Das ist der Ornithokairus. Den kennt man von Walking with Dinosaurs unter anderem. Richtig cool aus. Hat eine ganz andere Schnabelform. Und auch ein bisschen die Flügel anders. Aber ungefähr vom Körper ist der gleich. Ist ja sehr, sehr schade, dass wir so ein schönes Aviarium haben. Es ist so nice. Und nur ein Flugdinosaurier offiziell im Spiel. Das heißt, ich hoffe, es kommen noch viele, viele weitere Mods mit Flugdinosauriern. Und vielleicht auch Wassersauriern, wer weiß. Das wäre auf jeden Fall cool. Ich weiß, die heißen nicht Flugdinosaurier, das heißt eigentlich nur Flugsaurier, ne? Dinosaurier sind die, die sich am Land bewegen. Sage ich irgendwie mega oft falsch. Finde ich aber optisch nicht schlecht. Wir lassen mal einen weiteren frei. Kommen wir mal in diesem Muster. Und der kommt da hinaus. Ja, ich feiere das. Vermisse ja auch noch ein bisschen von Jurassic World den Dimorphodon, heißt der, glaube ich, ne? Den könnte man ja auch noch gut ins Spiel bringen. Problem ist halt, wenn man so einen Dinosaurier modelt, hat man halt als Grundlage immer den Pteranodon und nicht viel Auswahl. Also von den Bewegungen her und vom Skelett und so. Dadurch kann man eigentlich nur Dinosaurier machen, vernünftig durch Mods, die ähnlich sind wie der Pteranodon von der Struktur und die Statur, wollte ich sagen. Von der Statur. Nicht Struktur. Von der Statur und Bewegung. Halt ein bisschen schwierig, weil ich glaube, der Dimorphodon, der ist ein bisschen anders von der Körpergröße, ein bisschen kleiner. Der hat ja auch so ein riesiges Maul. Ja, da fliegen sie im Hintergrund. Ihr seht nochmal das wunderschöne Aviarium. Ich finde das wirklich mega nice. Und auch den neuen Flugsaurier natürlich. Der schöne Nebel. Ah, das ist alles so atmosphärisch. Und deshalb für mich auf jeden Fall ein verdienter Platz 2. Und auf Platz 1 für heute, das ist die Concept Indominus Rex, aka Malusaurus Mod. Diese verändert den Indominus Rex. Und ich würde sagen, wir lassen ihn einfach mal frei, dann seht ihr es schon. Die
Die Mod basiert auf einem Concept Art, welches mal für Jurassic World, glaube ich, erstellt wurde. Aber es gibt bei der Mod auch zwei verschiedene Versionen, wo dann der Kopf noch ein bisschen anders aussieht. Ich finde diese Version ein bisschen schöner, deswegen zeige ich euch diese. Da ist er, der Malosaurus, beziehungsweise Indominus Rex. Finde ich richtig cool. Also die Farbkombination ist nice und auch der Dinosaurier sieht richtig bedrohlich aus. Den hätte man im Film auch verwenden können, ne? Statt dem Indominus Rex. Also hätte ich nichts dagegen gehabt. Die sieht nämlich auch mega cool aus. Weil der Indominus Rex natürlich auch was ganz Besonderes ist. Gerade auch mit der weißen Hautfarbe. Na, ja, gönn dir mal so ein schönes Schnitzel. Ist auf jeden Fall mein Platz 1. Weil der einfach mega cool aussieht. Die andere Version mit dem Kopf, der ein bisschen anders aussieht, die könnt ihr ja gerne auch ausprobieren. Es sind natürlich wieder alle Mods für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also falls euch da irgendwas gefallen hat, schaut da vorbei und dann könnt ihr die selbst ausprobieren. Ich habe euch auch nicht immer alle Farbvarianten gezeigt, weil das zu lange dauern würde. Ich denke mal, viel mehr müssen wir da gar nicht zu sagen. Ich finde sie mega, mega gut. Solche Art-Konzepts in Mod-Form ins Spiel zu bringen, sind sowieso immer nice. Im Hintergrund seht ihr schon jede Menge Dinosaurier. Ich kann euch noch mal kurz die Zäune zeigen in Aktion. So sehen die nämlich aus, zum Beispiel die Kleinzäune. Das hat schon was, ne? Und man kann ja auch ganz gut sehen, weil das ist unser Lost World Park, wie die Zäune dann in kaputt aussehen, weil hier sind ja einige kaputte Zäune. Hier ist zum Beispiel der kleine Zaun. Der ist dann hier so auseinandergebrochen. Der sieht so aus. Dann haben wir hier vorne natürlich auch noch alles kaputt. Ach, das ist auch der kleine Zaun. Haben wir irgendwo einen großen Zaun kaputt? Ja, hier. Schaut euch das mal an. Also das sieht auch richtig gut aus. Hier ist dieser mittlere Zaun. Dann ist hier der große Zaun kaputt. Das ist alles wunderbar. Gut, das hier oben sieht nicht ganz so gut aus, aber das macht rein gar nichts. Finde ich jetzt optisch nicht so störend. Das waren aber meine Top 5 Mods. Ist lange her, dass wir Mods angeschaut haben, aber ich finde, die Auswahl für heute war wirklich richtig gut. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich selber ein Däumchen freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.